In Scharen kamen sie, die angehenden Psychologen, die am Mittwochvormittag zum Aufnahmetest für das Psychologiestudium zur Naturwissenschaftlichen Fakultät in Salzburg schritten. Über das rege Interesse am Massenstudium Psychologie zeigte man sich von Seiten des Instituts einerseits erfreut. Andererseits macht es uns Probleme, weil wir nicht so viele Personen aufnehmen können. Wir haben 200 Studienplätze heuer zu vergeben und es gab viel mehr Anmeldungen. Und jetzt stehen hier, ich weiß nicht wie viele, und wir hoffen eben, dass wir das auch managen können, diesen Ansturm. 451 waren es letztlich, doch das befürchtete Chaos blieb aus. Einzig der Rummel im Vorfeld an den Registrierungsschaltern machte den Studienanwärtern zu schaffen. Naja, es macht mich ein wenig nervös, dass sie da so viel für Psychologie angemeldet haben, aber ich glaube, wenn man es will und wenn man genug dafür da hat, dann wird man es auch schaffen. Ich glaube, dann ist das auch nicht so das Problem. Rund 70% der 451 Angemeldeten kommen aus Deutschland, wo der Studienzugang über das Numerus Clausus-System geregelt wird. Sie haben mit der österreichischen Variante der Aufnahmetests keine Probleme. Nee, ich finde es eigentlich eine super Sache. Also ich meine, es ist nicht so mies wie das System in Deutschland. Also du bekommst wenigstens eine Möglichkeit. Also ich weiß nicht, wie viele Prozent kommen hierher und haben nicht gelernt. Also kann man immer irgendwo schon ein bisschen rausfiltern. Das heißt, man braucht sich nicht allzu große Sorgen zu machen über die große Anzahl, also diesen großen Andrang. Anders sehen das die Mitglieder der Plattform UniBrennt. Die Aufnahmeverfahren sind für sie ein Paradebeispiel bildungspolitischen Versagens. Beispielhaft insofern, als es insgesamt über 1000 Bewerbungen gibt, aber nur 200 Studienplätze. Das heißt, wir haben eine klassische Situation, wo seit Jahren absehbar ist, dass die Nachfrage nach dem Psychologiestudium steigen wird, wo aber nicht mit einer Erhöhung der Kapazitäten reagiert wurde. Unsere Forderung ist deshalb weiterhin, auch hier im Fachbereich die Studienplätze nach oben anzupassen, wie es ja auch im Gesetz vorgesehen wäre. Bis dahin müssen sich die Bewerber wohl noch gedulden. Für die diesjährigen Anwärter jedenfalls hieß es Pauken für die Aufnahmeprüfung. Denn nur für rund die Hälfte stehen Studienplätze frei. Allen anderen bleibt der Versuch im nächsten Jahr.